Hey YouTube, willkommen bei Sayward. Heute habe ich ein paar neue Gerüchte für euch bezüglich des neuen iPhones, des iPhone 5 oder wie auch immer es genannt werden wird. Für gewöhnlich sind Gerüchtevideos ja nicht so mein Ding, aber die Gerüchte werden immer konkreter und 9to5Mac, YouBreak, iFix.com etc. haben so viele Bilder schon released, da kann ich mich eigentlich nicht mehr davor drücken. Denn die Gerüchte sind sehr konkret und es ist sehr wahrscheinlich, dass das Gerät genauso aussehen wird und entsprechende Features haben wird. Schauen wir uns das Gerät mal an, die Bilder blende ich ein und ihr seht, es gibt eine Metallrückseite. Das weist in Richtung Unibody hin, auch wenn oben und unten noch Plastiküberreste sind. Da wird sich vielleicht die Antenne hinter verstecken oder so. Ihr wisst, Antennensignale gehen nicht besonders gut durch Metall durch und es Wenn Apple da keine andere Lösung gefunden hat, dann ist das für den Antennenanschluss gedacht. Ansonsten wird es weiter in Weiß und Schwarz das Telefon geben. Deswegen auch auf dem einen Foto die schwarze Vorderseite und daneben die weiße oder weißmetallene Rückseite. Was sehr auffällig ist, ist der größere Screen. Der wird jetzt wahrscheinlich ein 4-Inch-Screen sein in der Diagonalen. Mit einer Auflösung von 1136x640 Pixeln, damit die Retina-Auflösung beibehalten wird. Die Vorderkameralinse ist ein bisschen weiter in die Mitte gerückt, direkt über den Lautsprecher, was natürlich die FaceTime-Kamera zentraler stellt. Ich denke, das haben sie einfach dahin gepackt, wo Platz ist und das hat keinen weiteren Grund ansonsten. Was mir persönlich nicht so gut gefällt, aber ich habe auch Verständnis dafür, ist der kleinere Dock-Connector, der jetzt verbaut werden soll angeblich. Natürlich, Apple versucht immer alles noch kleiner zu machen, damit da möglichst viel in das Telefon reinpasst. Eventuell soll ja auch LTE rein und dann wird das natürlich alles ein bisschen eng da drin. Von da aus ein kleinerer Dock-Connector ist eine Frage der Zeit, ob der jetzt schon kommen muss oder ob sie da halt noch warten können. Ist fraglich, irgendwann müssen sie einfach den Sprung machen. Und es sieht so aus, als wenn sie ihn jetzt zum iPhone 5 machen. Das bedeutet viele Zubehörteile, die man noch mit dem iPhone 4 benutzen konnte, 4S, 3GS oder was auch immer, werden nicht mehr laufen. Ich erinnere an die ganzen Battery Cases und die Tastatur von Apple, wo man das iPhone draufstecken konnte. Thermodock, Blutdruckmesser. Es gibt so viele Sachen, wo man hinten den Dock-Connector benutzen kann und das fällt alles weg. Wäre schade. Muss man sich das ganze Zubehör wieder neu kaufen dafür. Naja. Ansonsten sind die Lautsprecher noch verändert worden. Die scheinen ein bisschen größer geworden zu sein, was für einen besseren Ton, für einen besseren Sound sprechen mag. Und es gibt noch eine neue Öffnung neben der Kamera auf der Rückseite, zwischen Kamera und dem Blitz. Vermutlich wird da ein Mikrofon reingesetzt werden, was im Moment oben drauf ist, damit der Ton bei Videoaufnahmen besser aufgenommen werden kann. Das sind zumindest die optischen Sachen erstmal, die so zu erkennen sind auf den Bildern, die 9to5Mac und YouBreakiFix.com gepostet haben. Ansonsten wird natürlich iOS 6 noch kommen und mancher Blog, speziell jetzt TechnoBuffalo, die gehen sogar davon aus, dass das Telefon vielleicht schon jetzt zur Worldwide Developer Conference im Juni angekündigt wird bzw. vorgestellt wird und nicht erst, wie ursprünglich die meisten Tech-Blogs behauptet haben, August bis Oktober in der Reichweite, da die Geräte schon oder die Teile schon so weit vorhanden sind. Ich hoffe nicht, ich würde gerne meinen iPhone 4S noch ein bisschen länger nutzen und nicht jetzt schon auf das neue Telefon umschwenken, weil dann wäre das gerade mal irgendwie 9-8 Monate alt geworden. Das 4S und das finde ich ein bisschen wenig für so ein teures Telefon. Gut, so viel zu den Gerüchten erstmal. Sagt mir, was ihr davon haltet und dann sehen wir uns demnächst wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss.